Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Land Hessen hat seit der Föderalismusreform 2006 das Recht und die Möglichkeit, ein neues eigenes Versammlungsrecht zu schaffen, die Möglichkeit, damit ein modernes Gesetz zu schaffen, haben Sie mit diesem Entwurf gründlich vergeigt. Wen wundert das bei diesem Innenminister? Versammlungen, Demonstrationen und Kundgebungen sind wesentlicher Bestandteil einer lebendigen Demokratie. So weit waren sich auch alle Vorrednerinnen einig. Gesellschaftliche Veränderungen müssen allzu oft erkämpft und Erkämpftes verteidigt werden. Die Versammlungsfreiheit ist damit existenzieller Bestandteil einer aktiven Zivilgesellschaft. Um sich zusammenzuschließen, zu organisieren, öffentlich an der Regierung Kritik zu üben, sind die Gewährleistung der Versammlungsfreiheit, aber auch deren Inanspruchnahme essentiell. Trotz der Möglichkeiten der individuellen Meinungsäußerung und Organisation im Internet ist die Bedeutung von Versammlungen im öffentlichen Raum nach wie vor hoch. Protest muss auf die Straße getragen werden, um ihm den notwendigen Ausdruck zu verleihen. Neue Protestformen wie Clownsarmeen oder Blockaden geben hierbei Raum für Kreativität. Kooperation statt Konfrontation gehört seit der Brockdorf-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Postulaten der Sicherheitsbehörden. Praktisch gehört unverhältnismäßiges Vorgehen der Polizei gegen Demonstrantinnen auch in Deutschland immer wieder zum Demonstrationsgeschehen hinzu. Dass es präventive Verbote ebenso gibt wie beschränkende Verfügungen, Anreisekontrollen, von Polizistinnen in voller Schutzmontur umrandete Demonstrationen und Polizeikessel, zeigt einen Teil des Repertoires an repressiven Reaktionen auf, die klar in einem Spannungsverhältnis mit der grundrechtlich garantierten Versammlungsfreiheit stehen. Und dann wurde die Corona-Pandemie dazu benutzt, um mit Hinweis auf den Gesundheitsschutz weitere repressive Maßnahmen zu verhängen oder gar Totalverbote von Versammlungen auszusprechen. Sicherlich war das in einigen Fällen auch gerechtfertigt, in vielen Fällen aber auch offensichtlich rechtswidrig. Das alles zeigt, dass Versammlungen aus Sicht der Regierenden ein gefährliches Machtinstrument der Opposition sind und nicht lediglich ein Ventil für etwaigen Unmut. Negativbeispiele zeigen, dass Minderheiten und Oppositionellen die öffentliche Artikulation ihrer Anliegen ohne größere Hürden ermöglicht werden muss. Hierfür braucht es ein modernes Versammlungsgesetz. Eines, das die Tendenz abbaut, dass es erhebliche Asymmetrien zwischen den Grundrechtsträgerinnen und den Behörden besteht. Wir brauchen ein Gesetz, das für Bürgerinnen und Bürger klar verständlich regelt, was im Vorfeld und der Durchführung einer Versammlung erlaubt ist und was nicht, mit welchen polizeilichen Maßnahmen zu rechnen ist und wo die Grenzen der polizeilichen Eingriffsbefugnisse liegen. Wir brauchen ein Gesetz, das zum Versammeln einlädt, statt abzuschrecken. Wenn wir das als Kriterium ansetzen, haben wir hier leider einen Gesetzentwurf, das in der Gesamtschau ein negatives Bild von Versammlungen zeichnet und mit einer Unmenge unbestimmter Rechtsbegriffe, Verbote, Durchsuchungen und Überwachungen regelt. Ein Beispiel. Die Möglichkeiten zur Videoüberwachung werden erheblich ausgeweitet. So sind explizit Übersichtsaufnahmen der Versammlung erlaubt und werden nur von Größe und Übersichtlichkeit der Versammlung abhängig gemacht. Wie genau diese beiden Größen bestimmt sind, ist nicht geregelt. Das hängt also alleine von der Einsatzleitung ab. Selbstverständlich ist nachträglicher Rechtsschutz möglich, aber Drohnenaufnahmen schrecken potenziell Versammlungsteilnehmerinnen ab. Man bekommt doch sofort das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Das widerspricht ganz klar dem Brockdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, welches explizit ein versammlungsfreundliches Verhalten der Behörden fordert.
Zusammengefasst, Sie haben die Gelegenheit verpasst, ein modernes, bürgerfreundliches und für alle leicht verständliches Gesetz zu schaffen, das die Versammlungsfreiheit hochhält und Repressionen abbaut. Aber sicher war das auch gar nicht Ihr Ziel. Danke sehr.